Was tun gegen die anhaltende Dominanz von Red Bull? Das diskutiert jetzt ganz heiß die Formel 1 und es könnte zu einer wirklich pikanten Regeländerung kommen. Das und noch einige Updates mehr jetzt in einem etwas längeren News Update hier auf Champ One. Ja, und zu diesem Champ One News Update begrüße ich euch natürlich recht herzlich. Endlich mal wieder Sonnenschein draußen. Das, glaube ich, muss auch mal kurz eine Nachricht wert sein. Aber noch viel spannender ist eigentlich das, was möglicherweise gerade innerhalb der Formel 1 diskutiert wird, wie man möglicherweise diese wirklich anhaltende Red Bull-Dominanz eventuell brechen könnte. Und da soll nach einem Bericht von Auto, Motor und Sport zufolge die Formel 1 aktuell darüber diskutieren, ob man möglicherweise das DRS streicht, und zwar nämlich für das Qualifying. Die Frage, die halt eben entsprechend diskutiert wird, was kann man tun, dass das Formel 1 Wochenende ohne großartigen Mehraufwand oder Kosten für die Teams spannender gestaltet werden kann. Eine Frage, die die Formel 1 ja schon seit Jahren eigentlich diskutiert und bisweilen ja noch zu keiner wirklichen Antwort gekommen sein soll. Und jetzt auch gerade natürlich durch die anhaltende Red Bull-Dominanz, man merkt, es muss vielleicht doch mal was getan werden. Und so könnte es also möglicherweise der DRS-Regel tatsächlich mal an den Kragen gehen. Und demnach soll also diskutiert werden, ob der geklappte Heckflügel dann nur noch im Rennen und demzufolge nicht mehr im Qualifying eingesetzt werden darf. Das heißt, das würde natürlich das Qualifying um Welten spannender machen, denn wir wissen, wenn der Heckflügel dann aufgeht, dann könnten da durchaus bis zu 15 km/h on top noch draufkommen. Und das ist vor allem auch gerade für ein Team von besonders großem Vorteil, nämlich für Red Bull Racing. Alleine wenn man mal auf die bisherigen 12 Rennwochenenden blickt, dann muss man auch natürlich mit großer Anerkennung festhalten und feststellen, dass von 12 Qualifyings alleine 10 Pole Positions an Red Bull Racing gegangen war. Es gab nur 2 Rennstrecken, wo Red Bull mal ausnahmsweise nicht die Pole Position einfahren konnte. Das war nämlich zum einen in Aserbaidschan und beim Ungarn Grand Prix. Das waren aber wiederum auch 2 sehr spezielle Strecken mit doch recht im Verhältnis weniger bzw. doch deutlich verkürzten DRS-Zonen. Und so gab es weder für Max Verstappen noch für Sergio Perez am Ende die Pole Position. Ja, aber vor allem auch gerade, wenn man mal blickt, wo profitiert Red Bull eigentlich am meisten von den DRS-Zonen, dann hat man das vor allem exemplarisch beim letzten Rennen vor der Sommerpause sehr gut erkennen können. Denn da hat man natürlich streckenbedingt natürlich mehrere und vor allem auch darüber hinaus noch ordentlich lange DRS-Zonen. Und das kam natürlich dem Weltmeisterteam gerade entgegen. Vor allem trotz des kleineren Flügels in Spa hat man Red Bull mit 340,8 km/h erleben können. Und gerade einmal Ferrari kam ein wenig an Red Bull ran, waren immerhin 337,3. Aber alle anderen Teams, alle anderen 8 Teams, die fallen dann doch deutlich zurück hinter Red Bull. Und da sprechen wir von gut und gern zwischen 8 und 13 km/h, die den anderen 8 Teams da auf Red Bull fehlen. Ja, und der Mercedes-Ingenieur Mike Elliott, der hat sich bei Auto, Motor und Sport mal dazu auch geäußert und ist immer auch noch, naja, kann man sagen, ein Stück weit perplexed von dem, was man eigentlich so, vor allem auch gerade in diesem Jahr, vom Weltmeisterteam da so zu sehen bekommt und sagte, es ist unglaublich, wie viel Rundenzeit Red Bull gewinnt, sobald der Heckflügel offen ist. Wenn wir die Speedkurven übereinander legen, können wir es selbst kaum glauben. Ja, und diese, naja, sagen wir mal so, diese Fassungslosigkeit der anderen Teams, das hat man jetzt nicht erst seit kurzem, schon von Beginn an dieser Formel 1 Saison, war man bei allen anderen Teams doch erstaunt, was da Red Bull von Rennwochenende zu Rennwochenende da auf die Strecke gezaubert bekommt. Und schon zu Beginn des Jahres hatte sich auch der neue Ferrari-Teamchef Frédéric Vasseur nämlich geäußert und hatte nämlich Folgendes gesagt: Sie haben einen DRS-Effekt, der größer ist als bei allen anderen.
Jetzt müssen wir herausfinden, wie sie das geschafft haben. Sie machen es anders und auch viel besser. Ja, und gerade dieses Herausfinden, das hat bis heute leider nicht wirklich funktioniert. Man hat es bis heute nicht wirklich herausgefunden und alle anderen neuen Teams haben darauf ja nicht so wirklich die Antwort gefunden. Und da merkt man einfach auch diesen Klassenunterschied alleine zwischen Red Bull und Ferrari. Denn wenn wir da mal ins Jahr 2022, also ins letzte Jahr mal reinblicken, da war dann doch Ferrari der deutlich schnellere im Vergleich zu Red Bull. Alleine Charles Leclerc hat im vergangenen Jahr ja stolze 9 Pole Positions einfahren können. Allerdings nicht annähernd das im Rennen hat umsetzen können. Ja, vielleicht muss sich Frédéric Vasseur schon bald keine Gedanken mehr darüber machen und auch alle anderen 8 Teams nicht, wenn tatsächlich es zu dieser doch äußerst, naja, sagen wir so, spannenden Regeländerung käme, wie dann ein Qualifying tatsächlich aussehen würde, wenn es eben dort kein DRS mehr geben darf und dann entsprechend nur noch im Rennen. Ist ja ohnehin auch so, dass DRS nicht ganz, naja, sagen wir mal so, nicht ganz frei von Kritik ist. Es gibt ja schon einige, die da auch sagen, naja, DRS, zwar alles schön und gut, aber da sind halt doch schon auch deutlich die Spannung weg, weil es ist ja wirklich ein Heransaugen, wenn man entsprechend in diesem Sekundenfenster sich befindet, ein Heransaugen und man hat es auch gerade, wenn wir da nochmal das Rennen in Belgien nehmen, wie spielend leicht ein Red Bull sich da ransaugen konnte, egal an wem, auch an einem Mercedes, einem Ferrari und zack einfach durch. Und das sieht man. Deswegen bin ich eigentlich der Überzeugung oder persönlich der Meinung, man sollte das DRS ganz abschaffen, weil dann wird es halt einfach schwieriger, es ist umkämpfter und es ist ja keine Arbeit, einfach mal aufs Knöpfchen zu drücken und dann an seinen Konkurrenten vorbeizufahren. Und so, wenn es halt entsprechend kein DRS mehr gibt, ja, dann braucht es dann doch ein bisschen mehr. Dann ist es ein Heran, nicht ein Heransaugen, sondern ein Herankämpfen. Und mit etwas Glück man es dann schafft, dann auch an den Konkurrenten vorbeizugehen. So ist eben entsprechend DRS, ja, nicht mit sonderlich viel Arbeit verbunden, sondern dann sieht man halt eben auch vor allem gerade anhand von Red Bull, wie spielend leicht es einfach doch ist, an seinem Konkurrenten da vorbeizuziehen. Und vielleicht können wir da ja in Zukunft darauf hoffen, dass zumindest mal das Qualifying spannender wird. Andererseits, selbst wenn wir dann mal davon ausgehen, dass diese Regel kommt, also dass im Qualifying kein DRS mehr verwendet werden darf. Und dann hat man zum Beispiel einen Max Verstappen, der dann halt eben nur noch Dritter oder Viertplatzierter ist, zum Beispiel. Macht es dann zum großen Unterschied, weil wir wissen auch im Rennen, Max Verstappen, er kann eigentlich, ist ja fast schon egal, von welcher Platzierung er aus ins Rennen geht, er kann quasi von Platz 20 aus ins Rennen gehen und gewinnt das Ding am Ende trotzdem noch. Und wenn dann im Rennen ohnehin DRS wieder verwendet werden darf, ja, wo ist dann im Endeffekt der Vorteil? Dann hat man zumindest mal, klar, für die Statistik mal nicht so häufig einen Red Bull vorne, wenn überhaupt, aber im Rennen. Und das ist ja das, worauf es am meisten ja ankommt, weil da geht es natürlich entsprechend um Punkte und Punkte dann wiederum bedeuten für die Platzierung in der Fahrer- und Konstrukteursmeisterschaft. Es geht natürlich auch um Geld und logischerweise auch um die Frage, wer wird Weltmeister werden. Also ob selbst wenn diese Regel kommen sollte, es so einen großen Effekt auslösen würde bei dieser anhaltenden Red Bull-Dominanz oder auch, es ist auch egal, selbst wenn es irgendwann wieder Mercedes wird oder man irgendwann, auch wenn, glaube ich, keiner so wirklich dran glaubt, Ferrari irgendwann mal in diesen Genuss kommt, wo man ja schon ja, Jahrzehnte gefühlt nicht mehr war. Es gilt ja im Endeffekt ja auch für jedes andere Team. Aber ich glaube, wir können uns alle darüber einig sein, bis 2026 wird wahrscheinlich Red Bull die Formel 1 dominieren, so wie es entsprechend Mercedes in den Jahren zuvor gemacht hat. Und glaube ich, da wird es keine allzu große Rolle spielen, ob da jetzt das DRS im Qualifying verboten wird und nur noch im Rennen verwendet werden darf. Aber zumindest mal, naja, spannend wäre es trotzdem nicht. Aber was ist eure Meinung dazu? Schreibt es gerne mal bei uns in die Kommentare. Glaubt ihr, dass, wenn diese DRS-Regel kommt, dass das überhaupt irgendeinen Effekt haben würde? Oder seid ihr so wie ich der Auffassung, dass es eigentlich egal ist, weil im Rennen dann ohnehin dann wieder Max Verstappen das Rennen dann gewinnt, wie man es ja schon in der Vergangenheit so, so oft erleben musste oder erleben durfte, je nachdem, aus welchem Blickwinkel man das Ganze auch betrachten mag. Soweit erstmal zu dem Thema über eine mögliche Regeländerung, über die die Formel 1 aktuell diskutiert, nach dem Bericht von Automotor und Sport zufolge. Wollen aber dieses News-Update auch nochmal kurz dafür nutzen, um mal noch ein Update zu einem Update nachzuschießen.
Und hatten wir ja auch in dieser Woche über Charles Leclerc auch berichtet, über einen angeblichen Mediavertrag, den es gegeben haben soll oder der unterzeichnet worden sein soll. Das zumindest mal schrieb ja das Portal Sportune. Und das hatte ich ja schon in meinem News-Update zu Beginn dieser Woche ja auch schon sehr stark angezweifelt, weil wir wissen in der Vergangenheit, und damit gemeint ist nämlich zu Beginn des Jahres, das gleiche Portal auch berichtet hatte, dass es einen Mega-Vertrag für Lewis Hamilton nämlich geben soll. Und daraus wurde, wie wir wissen, nichts. Und schon das habe ich angezweifelt, weil diese Konstellation, die sah ja vor, zumindest mal wie Sportune es berichtet hatte, dass Charles Leclerc sich für 2 weitere Jahre an Ferrari bindet. Plus dann nochmal 3 optionale Jahre für die Jahre 27, 28 und 29. Und dort Leclerc jedes Jahr ja, die Entscheidung treffen kann, fahre ich weiter oder höre ich auf, beziehungsweise wechsle zu einem anderen Team. Und das soll es ja um ein Volumen von rund 185 Millionen Euro gehen. Und er soll dann auch nach den Berichten von Sportune zufolge dann auch ab der Saison 2025 jährlich 40 Millionen Euro verdienen. Und im letzten Jahr, also im Jahre 2029, wären es dann sogar 50 Millionen Euro. Und wie schon gesagt, das hatte ich ja sehr stark angezweifelt, weil Sportune nicht gerade dafür steht, dass das, was man berichtet hat, auch unbedingt der Wahrheit entspricht. Und nun hat sich Leclerc selber nämlich geäußert, und zwar nämlich gegenüber der Corriere dello Sport, und hat nämlich folgende Aussage getätigt: Die Gespräche über einen neuen Vertrag haben noch nicht begonnen. Und hat auch nochmal deutlich klargestellt, dass von einer Einigung noch lange nicht die Rede sein kann. Also es noch keineswegs eine Einigung über eine mögliche Verlängerung gibt. Das deckt sich ja wiederum auch mit dem, was Frédéric Vasseur vor einigen Wochen nämlich selber auch gesagt hat, dass der Fokus jetzt erstmal ganz klar auf das Jahr 2023, auf den Moment jetzt und hier gerichtet ist und nicht über irgendwelche Vertragsverhandlungen, die er da entsprechend auch erstmal kategorisch ausgeschlossen hatte, bis eben die Saison 2023 beendet ist. Demzufolge wäre es dann doch ein wenig überraschend gewesen, wenn es dann jetzt in diesem, ja, in diesem Zeitfenster, wo das Team gerade wirklich darum kämpfen muss, endlich mal wieder den Anschluss an die Konkurrenz zu finden, weil, ich wiederhole es nochmal, auch wenn ich mich da quasi wiederhole, das, wo sich Ferrari momentan bewegt, kann und wird nicht deren eigenen Anspruch sein. Und schon gar nicht den von Charles Leclerc, der natürlich ja, eigentlich bei Ferrari ist, bei dem Mythos Ferrari, um Weltmeister zu werden und dieses Ziel aktuell nicht ansatzweise verfolgen kann, weil einfach zum einen Ferrari nicht das passende und das geeignete Equipment zur Verfügung stellt und andererseits aber auch Leclerc zumindest mal im Vergleich auch zu einem Max Verstappen, wenn man jetzt mal so diese Champions mal betrachtet und auch zu einem Lewis Hamilton einfach nicht die Qualitäten hat, um wirklich auch Weltmeister zu werden. Dafür hat er in der Vergangenheit nun einfach mal schon viele Fehler gemacht, als er mit dem Druck einfach nicht klarkam. Und so fügt sich das momentan alles so, dass es strategische Fehler gab, dass das Team keine Einheit ist. Auch wenn Frédéric Vasseur den Berichten zufolge gerade eine neue Mannschaft zusammenstellen will, dass von verschiedenen Teams auch neues Personal kommt, die allerdings noch nicht antreten können, weil wir wissen, in der Formel 1 gibt es ja die Sperrfristen, also alle zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt dann zu Ferrari kommen könnten. Das heißt, es dauert alles noch viel, viel länger, um überhaupt aus Ferrari wirklich ein Weltmeisterteam formen zu können. Und selbst wenn dann alle neuen Leute dann da bei Ferrari ihr Amt antreten können, ist es ja auch nicht so, dass dann von jetzt auf gleich sich alles wahnsinnig verändert, sondern das Team muss ja erstmal auch sich, ich sag mal, sich kennenlernen. Man muss als Team, als Einheit funktionieren. Und das alles ist ja auch ein längerer Prozess, das dauert. Und demzufolge habe ich schon auch angezweifelt für Charles Leclerc, der zwar nach wie vor sagt, ja, ehrlich, ich liebe Ferrari und es ist toll hier zu fahren. Ja, das sagten vor ihm auch schon viele andere Piloten, Sebastian Vettel, und Fernando Alonso, die alle große Ziele verfolgten mit der Scuderia und am Ende dann kläglich gescheitert waren, weil entweder zum einen ihnen das Talent ein wenig ausgegangen war oder einfach man an diesem Mythos Ferrari dann doch einfach schlicht und ergreifend verzweifelt hatte. Und demzufolge würde es auch für Leclerc überhaupt keinen Sinn machen, sich
jetzt für 2 weitere Jahre an Ferrari zu binden, wenn er den Ist-Zustand sieht und dieser Ist-Zustand ist weit entfernt davon, wo er sich sieht, geschweige wo Ferrari sich selber sieht. Und da wäre man auf gut Deutsch ja schön blöd, wenn man da jetzt für 2 weitere Jahre, 25, 26 verlängert und auch wenn man sich 3 weitere Jahre optional noch dran hängt, weil solange man nicht sieht, dass da wirklich perspektivisch mittelfristig wirklich das Team in die richtige Richtung reingeht oder die richtige Richtung einschlägt, um auch wirklich Weltmeister werden zu können, solange würde es für ihn auch überhaupt gar keinen Sinn ergeben, überhaupt bei Ferrari zu verlängern. Er hat ja ohnehin noch einen Vertrag für 2024, das heißt, an seiner Stelle würde es eigentlich am besten sein, ja, dass man das Jahr 2023 jetzt einfach mal irgendwann abschließt. Der Fokus liegt ohnehin schon auf 2024. Muss auch natürlich auch schon liegen. Wir sind ja auch schon fast Mitte August 2023. Und ich würde an seiner Stelle dann doch eher mal auch so die ersten Rennen 24 abwarten, um zu gucken, in welche Richtung gehen wir denn jetzt in dieser Saison. Und wenn er merkt, okay, das geht in die richtige Richtung, dann würde ich ja auch offen dafür sein, für Vertragsverhandlungen, für Verlängerungen. Aber wenn man sieht, okay, das läuft genauso wieder wie die letzten beiden Jahre, dann würde ich an Leclercs Stelle ja, mich einfach mal umsehen nach einer Alternative. Er ist ja auch schon mit Mercedes in Verbindung gebracht worden. Er könnte dann möglicherweise Lewis Hamilton dann eines Tages ersetzen. Ob es dazu kommt, das wissen wir auch nicht. Aber ich glaube, man sollte ja nicht nur den Mythos Ferrari vor Augen haben, sondern wirklich auch mal noch links und rechts gucken, ob sich da möglicherweise nicht auch noch eine Tür aufmacht. Soweit also mal zu Leclerc und auch ein Update zum Update zu Sergio Checo Pérez. Da hatten wir ja auch in dieser oder in den letzten Tagen darüber berichtet, beziehungsweise wir hatten darüber berichtet, was der niederländische Telegraph nämlich behauptet hatte. Und das hatten wir ja auch aufgegriffen, dass aufgrund des Umstandes, dass Sergio Pérez ja aktuell 125 Punkte auf Max Verstappen fehlen, also der Rückstand doch gewaltig hoch ist, dass genau diese magische Zahl wiederum dafür sorgen könnte, dass Red Bull ermächtigt wird, dass sein Gehalt gekürzt werden könnte, also sein Grundgehalt, aber auch entsprechende Bonizahlungen. Da gab es ja auch einen großen Aufschrei. Viele trauen das auch Red Bull zu, andere halten das dann doch eher für ausgeschlossen. Jedenfalls hat sich Helmut Marko dazu geäußert und zwar bei F1insider.com und hat Folgendes nämlich klargestellt: Ich weiß nicht, wo das wieder herkommt. Es ist völlig aus der Luft gegriffen. Die Verträge sind genau geregelt. Es wird keine Gehaltskürzungen geben. Gut, jetzt natürlich die Frage. Würde ein Helmut Marko, wenn es wirklich so wäre, in der Öffentlichkeit sagen, ja, das stimmt, im Vertrag steht da drin, wenn da 125 Punkte Differenz zwischen beiden sind, dann haben wir die Möglichkeit, das Gehalt und Bonizahlungen zu kürzen. Was würde das für ein Skandal wiederum nach sich ziehen? Also im Endeffekt, ja, ob dieses Dementi dann auch wirklich der Wahrheit entspricht, naja, das ist genauso, wie wenn man sich, wenn man sagt, ja, aber Verträge, ja, Verträge sind. Wir haben einen Vertrag und der läuft noch für 2024 und wir wissen in der Vergangenheit, das kam schon immer anders. Von dem her bin ich auch mit solchen Aussagen ein wenig vorsichtig, ob sich Red Bull, wenn es diese Klausel wirklich geben sollte, einen Gefallen damit tut, die Motivation des Mexikaners zu steigern. Naja, das sei mal dahingestellt, das steht da eher auf einem anderen Blatt Papier, aber zumindest mal wollen wir das auch noch nachliefern, dass das Helmut Marko dementiert hat, was da die niederländische Tageszeitung The Telegraph berichtet hat. So, und ein Update gibt es auch noch zu Lewis Hamilton. Da hatten wir ja auch vor kurzem darüber berichtet, immer wieder mal berichtet, nicht nur in vor wenigen Tagen, sondern die letzten Monate immer wieder. Es ist ja wirklich ein unfassbar leidiges Thema, wie es eigentlich um die Zukunft von Lewis Hamilton steht. Seit Monaten oder monatelang hat man zu hören bekommen, beide Seiten wollen weiter zusammenarbeiten. Dann hat man wieder richtig ja, dem jeweils anderen Honig um den Mund geschmiert und so zog sich das. Und dann sollte dann auch was angekündigt werden oder was offiziell gemacht werden. Dann kam wieder nichts und dann gab es kryptische Aussagen von Lewis Hamilton, der
ja, im Endeffekt ziemlich wortkarg zum Teil auch war und einfach dann so Nachfragen seitens Journalisten einfach damit abgefertigt hatte, dass es nichts zu sagen gäbe. Dann wiederum gab es Spekulationen um einen Mega-Deal, dann gab es Diskussionen darüber oder auch wiederum Berichte, dass es keine Einigkeit von beiden Seiten gäbe, weil die finanziellen Forderungen von Lewis Hamilton zu utopisch sein sollen, was seine Fahrerkarriere noch betrifft, aber auch eine mögliche Markenbotschafterrolle darüber hinaus. Also wir haben so viel gehört und auch entsprechend, dass möglicherweise Lewis Hamilton zu Ferrari wechseln könnte, was doch recht unwahrscheinlich sein könnte. Trotzdem wollen wir dieses Thema nochmal aufgreifen, weil diese Gerüchte um einen möglichen Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari jetzt wieder ja, ein kleines bisschen neue Nahrung bekommen haben, denn El Nacional wiederum hatte berichtet, jüngst in seinem Beitrag, dass es möglicherweise zu einem spektakulären Tapetenwechsel von Mercedes zu Ferrari kommen könnte. Allerdings nicht in naher Zukunft, sondern man bezieht sich oder man stellt eher folgendes Szenario auf. Man sagt, okay, Lewis Hamilton wird 2024 noch bei Mercedes fahren. Das heißt, seinen über dieses Jahr, ja, über seinen Vertrag, der Ende dieses Jahres ausläuft, nochmal um ein weiteres Jahr verlängern. Und dann für die Saison 2025 wechselt er zu Ferrari, weil er die Nummer 2 an der Seite, der zweite Fahrer an der Seite von Charles Leclerc werden soll. Wiederum, weil das Aus von Carlos Sainz wiederum bevorsteht, wo es ja auch wiederum Berichte gab, dass Carlos Sainz bereits einen Vorvertrag mit dem künftigen Audi-Werksteam unterzeichnet haben soll und das Aus eben bei oder von Sainz bei Ferrari bereits schon gewissermaßen beschlossene Sache ist, ist auch das, wo Sainz ja auch gesagt hat, so, er will spätestens zu Anfang nächsten Jahres dann auch Klarheit um seine Zukunft haben. Wollte es ja eigentlich schon im Winter diesen Jahres haben, aber Frédéric Vasseur hat dem Ganzen einen Riegel vorgeschoben und gesagt, wir verhandeln jetzt nicht, jetzt liegt erstmal der Fokus auf dieser Formel-1-Saison. Jedenfalls bezieht sich da El Nacional eben darauf, dass ja, Lewis Hamilton Carlos Sainz bei Ferrari beerben soll und er soll demnach in Maranello auch der klare Favorit auf eben das Cockpit an der Seite von Charles Leclerc sein. Ob das der Wahrheit entspricht, kann man schon stark anzweifeln, wenn man ehrlich ist, weil warum sollte Hamilton nur ein Jahr verlängern? Gut, das würde ich noch unterschreiben, weil auch natürlich Lewis Hamilton nach wie vor sein großes Ziel verfolgt, eben seinen achten WM-Titel einzufahren und ja, auch die Saison 2023 ja nicht nach dem Geschmack von ihm verläuft. Also auch da rennt man seiner eigenen oder seinen eigenen Zielen hinterher und auch Hamilton zeitweise nicht mit dem Auto so wirklich so ganz zufrieden gewesen. Aber dann dieses Risiko einzugehen, jetzt schon, also man sagt, okay, man macht für 24 den Vertrag, aber dann für 25 zu Ferrari zu gehen, wenn man sich Ferrari anschaut, ja, Ferrari eigentlich schlechter ist, deutlich schlechter ist als Mercedes, da würde er ein unheimlich großes Wagnis eingehen. Und demzufolge, naja, kann man das, glaube ich, auch mit ziemlich viel Vorsicht genießen. Allerdings, was noch interessant ist und auch noch anzumerken sei, weil ja auch darüber berichtet wurde, das war ja so quasi dieses skizzierte Bild, Lewis Hamilton, der wird noch 2 weitere Jahre in der Formel 1 als aktiver Fahrer unterwegs sein, was ja vor einigen Monaten berichtet wurde, was ja von diesem Megadeal auch die Rede war und auch von den ganzen, naja, sagen wir mal so, finanziellen Forderungen seitens Hamiltons, was ich schon erwähnt hatte. Jedenfalls das skizzierte Bild war, 2 Jahre weiter bei Mercedes und dann bis weit ins Jahre 2030 hinaus als Markenbotschafter für das Team unterwegs sein zu wollen oder zu dürfen. Das hat jetzt Toto Wolff interessanterweise offiziell, ich betone es nochmal auch dazu, nochmal ausgeschlossen oder jetzt erstmal ausgeschlossen. Oder bei den Verhandlungen, bei der Frage um einen neuen Vertrag, soll es nicht um eine mögliche Markenbotschafterrolle gehen. Das sei gar nicht erst Thema und sagte wiederum auch Folgendes. Nein, wir reden nicht über eine Botschafterrolle nach seinem Rücktritt. Das ist auch nicht Teil der Vertragsverhandlungen. Ich denke, er hat noch viele Jahre als Fahrer in diesem Team vor sich
Und deshalb geht es nur darum, Dinge im Vertrag zu bereinigen. Ja, weil er wieder mal angesprochen wurde, warum dauert das alles so lange und das zieht sich jetzt ja auch schon das ganze Jahr, also wirklich das ganze Jahr auch so hin. Und das Thema hatten wir ja auch schon aufgegriffen und fügte noch weiter hinzu. Ich möchte kein Datum nennen, denn es sind Anwälte, die mit Anwälten sprechen. Es sind keine materiellen Dinge mehr, aber man muss der Sache Zeit geben und ich möchte mich nicht auf ein Datum festlegen. Ich frage mich allerdings, was macht man eigentlich so lange, weil man ursprünglich damit eigentlich angenommen hat, okay, es dauert deswegen so lange. Nicht nur, weil die Konstrukte bei Mercedes schwieriger geworden sind in den letzten Jahren, durch welche Abteilungen und etc., wer alles da sein Okay geben muss und. Man ging ja auch davon aus, dass es deshalb so lange dauert, weil ja auch noch diese ganzen Details geklärt werden müssen, um eine Rolle als Markenbotschafter. Wenn jetzt aber Toto Wolff sagt, dass das überhaupt gar kein Thema ist, dass es nur um die Verlängerung seiner aktiven Formel-1-Karriere bei Mercedes geht, dann verstehe ich nicht, warum man jetzt fast ein Dreivierteljahr daran rumnuckelt und man da nicht einfach mal in die Pötte kommt. Was da Anwälte mit Anwälten zu diskutieren und zu besprechen haben, erschließt sich mir überhaupt nicht. Bei der Markenbotschafterrolle das alles zu definieren, wann, wie, wo, was und auch welche Aufgaben für Hamilton da dann anstehen, wenn das alles wegfällt, frage ich mich, worüber diskutiert man eigentlich fast ein Dreivierteljahr? Wenn es auch nicht, das war ja jüngst die Aussage von Toto Wolff, es gäbe keine Verhandlungen mehr, das waren auch seine Worte, es sei quasi eigentlich schon alles, ja, alles schon geregelt, man habe auch emotional schon unterschrieben und jetzt muss es quasi nur noch aufs Papier gebracht werden. Liegt aber auch schon wieder eine Weile zurück, wo man sich dann auch fragt, warum zum Henker braucht man so lange? Irgendwas stimmt doch da nicht. Und erst recht kann man dann ein paar Zweifel anbringen, wenn es gar nicht zur Debatte steht, dass Lewis Hamilton überhaupt als Botschafter für Mercedes überhaupt agiert. Also da frage ich mich, was läuft da eigentlich im Hintergrund? Da muss man schon ein bisschen skeptisch sein. Mich würde es trotzdem nicht wundern, wenn irgendwann dann die große Bombe platzen würde und das heißt, Hamilton verlängert eben nicht bei Mercedes, weil es ergibt gar keinen Sinn. Also was, klar, Anwälte, die lassen sich gerne Zeit, verdienen hier auch entsprechend nach Streitwerten und, oder halt eben auch nach Pauschalhonoraren. Aber was zum Henker müssen Anwälte, also wenn man sich vorstellt, Toto Wolff spricht mit Lewis Hamilton, noch mit dessen Manager. So, und man spricht über die Grundvorstellungen, also quasi über Gehalt, über die Laufzeit und über noch einige Eckpunkte. So, wenn man das dann quasi mal besprochen hat und sich geeinigt hat und dann geht es zu den Anwälten, die das dann natürlich schön alles in Verträgen reinwurschteln, der Gegenseite schicken, die gucken drüber, haben dann vielleicht Änderungswünsche, weil irgendeine Formulierung nicht nach deren Vorstellungen darum geht, schicken dann quasi das ein bisschen mit dem roten Stift wieder zurück, also das, was quasi markiert wurde, und dann formuliert man es um. Aber was dauert da zum Händler 9 Monate? Also ich verstehe es nicht. Also es ergibt wirklich keinen Sinn, warum man das so kompliziert macht, tatsächlich. Es ist mir ein wenig schleierhaft. Aber gut, das Thema wird uns wohl auch noch eine Weile beschäftigen. Das lässt sich wohl auch nicht wirklich ausschließen. Gut, soweit erstmal für den Moment. Heute ein doch etwas längeres News-Update, weil wir, wie gesagt, auch noch diese Updates zu den Updates noch mit reingebracht haben, dass ihr da auch nochmal auf das Laufende gebracht werdet. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich bin sehr gespannt auf eure Meinungen zu diesen ganzen Themenpunkten, die wir jetzt in diesem News-Update einmal besprochen haben. Und dann sehen wir uns schon ganz bald wieder an dieser Stelle. Und jetzt genießen wir mal das sonnige, schöne Wetter nach den letzten 3 wirklich trostlosen Wochen und dem herbstlichen Wetter und diesen grauen Wolken und diesen Regen und all das, was wir jetzt im August noch längst nicht haben wollen. Bis bald. Tschüss.